da nicht draufsteht. Das ist auch nicht mein Problem, da muss ich doch so auf Trag kommen oder wie oder was. Wie alt bist du denn? Ich bin 24. 24. Und du stehst auf Ankoten. Ja, ich stehe voll drauf. Wann hast du das denn entdeckt bei dir? Halt mal den Telefonhörer still, das knackt immer zu so. Ja, das weiß ich jetzt seit ungefähr 2 Stunden. Vorhin habe ich in meiner Freundin Padding gehabt. Und da habe ich zu ihr gesagt, ob es mir ein bisschen auf den Bauch kacken kann. Das hat sie erstmal gleich gemerkt, ne? Und dann ging das richtig ab hier und so. War eine gute Sache eben. Wie machen wir was Neues, ne? Ein bisschen auf den Bauch kacken hier oder was. Aber wie lernt man das denn einfach so kennen? Hat die gesagt, ich mach das jetzt mal bei dir? Nein, ich muss auch ein bisschen Überredenskünste leisten und so, ne? Welche Frau kackt ja auch freiwillig auf die Brust oder so oder auf den Bauch, ne? Mhm. Kann sie ja voll vergessen und so, ne? Muss ein bisschen Flexibilität da sein. Und da war deine Reaktion wiederum interessant, oder wie? Also als es dann passiert war, fand ich total geil, ja. Ich hab mich auch sehr überraschend gefunden. Und dann hat sie es irgendwann gemacht, bei dir? Ja, war ein langes Gespräch. Einmal musste sie sowieso kerken, ist ja wohl klar, ne? Wie? Wohin? Auf deine Brust, oder wie? Das konnte sie sich aussuchen, ja, wieder auf die Brust oder auf den Bauch, aber ja, was im Bauch. Also ich muss das jetzt mal so ein bisschen fragen, weil das ist für mich so eine fremde Welt und wahrscheinlich für alle Leute, die meisten auch, die jetzt zuschauen, zuhören, da kackt deine Freundin dir auf den Bauch. Und dann? Aber wo wohnst du eigentlich? Was passiert denn dann? Dann geht's ab oder was? Ja, was passiert denn dann? Dann hast du das auf dem Bauch und dann? Mein Gott, bist du schwer vom KP oder was? Dann werden ein bisschen die Eier gekrault und ein bisschen am Sack rumgelutscht. Nee, beschreibst du mir ganz einfach, wie es abgeht. Du hast es dann auf dem Bauch. Was passiert dann weiter? Dann streichle ich meiner Frau durch die Haare. Mhm. Und dann? Und dann sag ich, das hast du fein gemacht. Wie lange bleibt das dann auf deinem Bauch? Mann, das bleibt so lange drauf, bis das ganze Ding vorbei ist, oder was? Schläfst du dann auch mit deiner Frau, während das auf dem Bauch ist? Oder quaddert das zwischen euch gar rum, oder so? Das bist du für ein kleiner Pervers, natürlich nicht. Das bleibt so lange da liegen, bis also vorbei ist. Ist es nur für dich eine ungeheure Erregung, wenn der Haufen auf deinem Bauch liegt? Richtig. Ja? Und gibt's dann auch einen Abgang für dich? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Also hast du dann einen Orgasmus? Ja, die Alte kackt mir auf den Bauch. Ja, und dieser Orgasmus wird dann von deiner damaligen Frau oder Freundin bewirkt. Richtig, sie hat's bewirkt. So, nun stinkt die Bude ja dann danach, ne? Ohne Ende Penetration. Was, wo gehst du dann? Gehst du dann duschen oder nimmst das mit einem Handtuch weg oder wie? Ich nehm die Scheiße mit, meine Freundin geht kotzen und ich fang an zu duschen. Das ist doch eine ungeheure Sauerei. Ja, da und? Na und? Mach das mal! Dann gehen wir weiter. Ja, klar, das ist jetzt nicht vermittelbar. Ja, deine Sendung ist auch nicht. Ich find's ekelhaft, du findest das antörnend und du kannst das natürlich nicht direkt erklären, warum es dich antörnt. Hast mir in den Ohren, ich stehe auf einen Kacken. Nun kannst du aber wahrscheinlich nachvollziehen, dass die meisten Leute sich wirklich ekelnd abwenden, ne? Auf die Scheiße!